Das, was er hier macht, ist eigentlich strafbar. Mensch und Natur zählt hier gar nichts. Also das ruiniert die Erde hier alles. Tonnen voll mit Essen. Das zu retten nennt man Containern. Und genau das macht er hier. Es werden häufiger die Sachen weggeschmissen, die teuer sind, weil die nicht verramscht werden. Zum Teil noch genießbares Essen landet hier. Jetzt wird gerade diskutiert, ob das eigentlich verbotene Containern legalisiert werden soll. Mehr zu den Hintergründen erfahrt ihr gleich in diesem Video. Bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, sind wir außerdem mit Jörg Bergstedt unterwegs. Sein Essen kommt aus dem Müll. Und was da alles zusammenkommt, ist echt krass. 20.30 Uhr an einem Supermarkt irgendwo in Mittelhessen. Jörg Bergstedt und Ricarda Heimann rücken an, um Lebensmittel zu besorgen. Nicht im, sondern hinterm Supermarkt. Wenn alle Leute weg sind, gehen sie an die Abfallcontainer ran. Ich weiß, dass das strafbar ist. Aber ich weiß auch, das Strafgesetzbuch kommt aus dem Kaiserreich und da steht so viel Scheiß drin. Also wenn man das mal richtig entrümpeln wollte, dann fliegt nicht nur der Paragraph raus. Der Umweltaktivist containert mehrmals in der Woche und findet viel Essbares in der Tonne. Alles Sachen, die Supermärkte weggeworfen haben. Und zwar nicht nur, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Dann gibt es so Geschichten, Fußball-Weltmeisterschaft-Sammelbildchen. Ist die Weltmeisterschaft vorbei oder Deutschland scheidet zum Glück ein bisschen früh aus. Dann fliegt das ganze Cornflakes-Packung mit dem Kram da rein. Dann irgendeine Firma wird aufgekauft, das Design wird verändert, wusch, alles rein. Also es ist sehr unterschiedlich. Rund 300.000 Tonnen Lebensmittel werden an die Tafel weitergegeben. Trotzdem, 11 Millionen Tonnen werden in Deutschland jährlich weggeworfen. Vieles davon noch essbar. Mensch und Natur zählt hier gar nichts. Also das ruiniert die Erde hier alles. Und vieles davon kommt aus tierquälerischen Massentierhaltung, kommt aus dem globalen Süden. Die Leute verrecken da, den Tieren geht's scheiße. Und hier wird immer mehr alles nur für Profit. Containern ist in Deutschland bisher verboten. Wenn Mülltaucher Essen aus Supermarkttonnen mitnehmen, ist das streng genommen Diebstahl. Durch eine Gesetzesänderung könnte sich das bald ändern. Der Deutsche Lebensmittelverband ist skeptisch. Denn beim Thema Containern gäbe es auch gesundheitliche Gefahren und vor allem Haftungsschwierigkeiten für Supermärkte und Lebensmittelhersteller. Zum einen wollen wir natürlich nicht, dass Menschen krank werden. Dadurch und zum anderen ist es aber so, wenn es dann passieren sollte, dann wissen diejenigen ja zum einen, in welchem Handelsbetrieb, wo sie das herhaben, aber sie sehen auch die Hersteller, wenn es sich jetzt um verpackte Ware handelt, und dann könnten sie rein theoretisch hingehen und diejenigen dafür haftbar machen, wenn sie jetzt eine Krankheit davongetragen haben. Und das ist etwas, was wir natürlich so nicht wollen. Das ist formalrechtlich Unsinn, und wenn ich mal jemanden antreffe hier, wer mich anspricht und diese Angst äußert, sage ich den Leuten, es ist sehr einfach, macht einfach einen Zettel da dran, zum Verzehr nicht geeignet, und ihr seid auf der sicheren Seite. Der Handel fürchtet Klagen, sollte sich jemand am Essen aus dem Müll den Magen verderben. Dieses Argument weist der Justizminister aber zurück. Als Jurist orientiere ich mich daran, welches Rechtsgut eine Strafvorschrift schützt. Und das Rechtsgut des Diebstahls ist nun mal das Eigentum und nicht die Lebensmittelsicherheit. Von daher kann ich nicht wirklich den Diebstahlsparagraphen anwenden, um dieses Phänomen unter Strafe zu stellen. Hessen ist für eine Legalisierung des Containerns und auch maßgeblich am Prozess der Gesetzesänderung beteiligt. Denn die Staatsanwaltschaften sollen sich damit eigentlich nicht mehr beschäftigen müssen. Aber es gibt allerdings auch andere Fälle, wenn zum Beispiel Zäune überklettert werden, wenn Sachen aufgebrochen werden oder wenn mit Lebensmitteln Betrug begangen wird, dann ist das Strafrecht weiter erforderlich. Solange es keine Sachbeschädigung gibt, soll Containern also erlaubt werden. So zumindest der Plan. Was denkt ihr? Sollte Containern legal werden und würdet ihr selbst auch Containern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gern ein Abo da. Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass es eine Ablenkungsdebatte wird, dass wenn man das Containern legalisiert, dass dann PolitikerInnen sich hinstellen und sagen, jetzt haben wir ganz viel für den Klimaschutz getan. Weil der Grund dafür, dass da so viel drin ist, ist ja nach wie vor diese Überproduktion, diese Wahnsinnsumwälzung von Waren und der weltweite Handel, der dafür sorgt, dass einfach hier viel zu viel da ist, auch viel zu viel gekauft wird. Wenn man jetzt ein Gesetz ändert dahingehend, dass man die Praxis, die eigentlich schon da ist,
sozusagen einfach nur noch mal auf dem Papier abstempelt, dann ändert das ja nichts daran, dass die Container so voll sind. Er hat seine Doktorarbeit übers Containern geschrieben. Auch die Supermärkte mit ihren vollen Regalen könnten mehr gegen Lebensmittelverschwendung tun. Diese Erwartung, dass auch zu Randöffnungszeiten wir noch volle Regale finden, trägt dazu bei, dass am Ende Lebensmittel weggeworfen werden. Was ich etwas in Frage stellen würde, ist, ob es wirklich eine Erwartungshaltung von uns Verbrauchern ist oder ob es vielmehr Gewohnheit ist, das auch von den Supermärkten befördert wird. Und ich glaube, hier ist Bewusstseinswandel möglich. Ihr Bewusstsein hat sich bereits gewandelt. Mehrere Taschen haben sie vollgemacht. Die Ausbeute kommt in Jörgs Schatzkammer. Ja, wir sind jetzt im Lagerraum der Projektwerkstatt. Und hier lagern wir quasi so ein bisschen die haltbareren Sachen. Und da kann man auch sehen, wenn man, wie viel es eigentlich in diesen Containern geht. Und wenn man es ein bisschen systematisch macht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal gerade keine Nudeln finde. Dann mache ich hier mein Fach auf und da sind einfach die ganzen Bestände so drin. Ne? Oder wenn mir der Zucker fehlt, dann mache ich das jetzt hier auf. Und so befindet sich jetzt hinter jedem dieser Fächer irgendetwas in Massen. Also, und man sieht, die sind voll bis oben hin. Da würde ich jetzt gar nichts mehr mitnehmen. Ich könnte wahrscheinlich mehrere solche Orte ausstatten. 7% der jährlich weggeworfenen Lebensmittel kommen aus den Supermärkten. Ganze 52% aus Privathaushalten. Die restlichen Prozente verteilen sich auf Landwirtschaft, Industrie oder der Gastronomie. Für die beiden hier steht fest, es muss sich etwas Grundlegendes ändern. Es werden Milliarden für Werbemaßnahmen ausgegeben, die dazu führen, dass wir in den Supermarkt gehen und unseren Einkaufswagen mit Dingen beladen, die wir gar nicht brauchen. Und das gilt ja in sehr, sehr vielen Bereichen. Also uns werden Entscheidungen abgenommen und das führt dazu, dass wir am Ende sehr viel wegschmeißen. Und das ist das größere Problem. Ich containere, um mehr Zeit und Kraft zu haben, für eine Welt zu kämpfen, in der es Container nicht mehr gibt. Bis es soweit ist, wird Jörg weiterhin nachts losziehen und Lebensmittel aus dem Müll retten.